starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Ramirez. Ganz schnelle Entscheidung. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Jones. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Na, da hat nicht viel gefehlt. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Hätte man sofort verarbeitet. Oh, toll gemacht. Ja, das war Abseits. Es wäre zwar eine gute Tormöglichkeit geworden, aber klarer kann man nicht im Abseits stehen. Und der Angriff wurde gestoppt. Achtung! Oh, das war ein Ball mit rasender Geschwindigkeit, aber er hat ihn gehalten. Oh, eine wunderschöne Traum. Sofort abgezogen und den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Guck mal hin! Tor! Ausgleich! Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff. Aber eben scheinbar nur. Also das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Jérôme Boateng. Dempsey. Bernard. Paulinho. Hulk. Flanke. Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Paulinho. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Stören. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Ramirez. Dempsey. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Johansson! Das nennt der Abi. Wenn es so weitergeht, dann wird es sehr spannend im Durchgang 2. Denn zur Pause steht es 1:1. War das jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein Spieler sind da, die Assistenten sind da. Es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an. Der zweite Durchgang läuft. Und dieser Ball soll auf Hulk gehen. Hulk!
kommt was auf uns zu. Achtung! Sie wollen ein Zeichen setzen. Mit dem Unentschieden sind sie unzufrieden. Sie wollen hier in Führung gehen. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und jetzt startet der Kollege. Und jetzt! Überhaupt kein Problem für den Keeper. Paulinho. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er spielt richtig gut mit, der Torwart Busch. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Dempsey. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Wunderbar. Geht er rein? Sie gehen jetzt in Führung. Alex. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Also die Chance hat er vertan. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Balleroberung im Mittelfeld. Alexandre Pato. Und das ist jetzt halb gehalten, aber noch heiß. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Jawohl, abgefangen. Halt! Das war kein Schuss, das war ein Bums, aber souverän gehalten. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Gut abgefangen hat er da den Ball. Das wird ganz gefährlich. Achtung! So früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Er attackiert ihn, er will den Ball. Die Chance! Ja, abgeblockt. Das war die einzige Chance, die er hatte.
sollte eine brutale Grätsche werden, aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen, aber das ist perfekt. Alexandre Pato. Sehr gut. Alexandre Pato! Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Alex. Und wieder findet sein Zuspiel keinen Mitspieler. Jetzt kann er flanken. Weiter Pass auf Hulk. Hulk. Dante. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Dante. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Zuschauer machen sich vom Acker. Die Partie ist vorbei. 3:1 das Endergebnis. Ja, was heißt denn hier Außenseiter? Sie haben es gepackt. Und das völlig verdient. Wer hätte das, ganz ehrlich, Manni, vor dem Spiel gedacht? Eine Riesenleistung. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Auch wir wissen nicht vorher, was